Dominik hier, moin. Heute, warum ich mich für die Seagate Iron Wall, für meine Synology Disk Station, für mein NAS entschieden habe und weshalb ich von meiner langjährigen Empfehlung zu den Western Digital weggegangen bin. Seit ich die Synology-Videos angefangen habe, habe ich die Western Digital Red-Festplatten empfohlen. Das hat seinen Grund, denn ich habe durchweg gute Erfahrungen gemacht. Beispielsweise, das ist die Western Digital Red, die ist über 4 Jahre alt, hat seitdem 24/7 in meiner Diskstation gedient, sieht sehr gut aus und hat keinen Fehler gehabt. 3 weitere davon ebenfalls keine Fehler. Das muss man sagen, ist eine Empfehlung wert, denn ich gebe ja in den Videos meine Erfahrung weiter und nicht irgendein Marketingzeug, was die Hersteller eventuell empfehlen. Nun, warum aber zu Seagate Iron Wolf und nicht zu Western Digital Pro Festplatte, wie hier beispielsweise? Nun, ich bin ganz pragmatisch rangegangen. Punkt Nummer 1. Ich schaue mir die Festplatten und die Preise an. Dafür müsste ich für das größte Modell am Markt, bedenke ich nämlich, dass ich eine Laufzeit von über 4-5 Jahren habe und jetzt an die Kapazitätsgrenze stoße, ich könnte sie ja so weiter nutzen, eine Anschaffung tätigen muss, die für längere Zeit sein soll. Das heißt, ich kann bei 8 Terabyte, das ist das Maximum aktuell zum Zeitpunkt dieses Videos, von Western Digital die Pro kaufen. Die kostet mich aktuell, als ich dieses Video gedreht habe, 404 Euro. Sagen wir mal 400 Euro. Das sind 50,5 Euro pro Terabyte. Bei der normalen Western Digital Red würde ich 308 Euro bezahlen. Das wären 38,5 Euro pro Terabyte. Und zum Zeitpunkt dieses Videos kostet die Iron Wolf mit 10 Terabyte und Heliumfüllung 379 Euro. Das sind 37,9 Euro pro, also 38 Euro genau genommen, pro Terabyte. Damit ist die 10 Terabyte Festplatte am günstigsten. Das soll es aber noch nicht gewesen sein. Denn schaue ich mir die technischen Daten einmal an. Dann habe ich bei der Red Pro die 7200 Umdrehungen und auch bei der Seagate habe ich die 7200 Umdrehungen. Gegen das spricht der Stromverbrauch, denn hier habe ich 5400 Umdrehungen. Man müsste mutmaßen, dass ich da den geringsten Stromverbrauch habe. Rechnen wir das mal ganz pragmatisch. Ich habe bei der Western Digital Red Festplatte mit 8 Terabyte im Idle-Zustand 5,2 Watt und im Leseschreibvorgang 6,4 Watt. Das würde bedeuten, so rein durchschnittlich rechne ich 4 Platten, die ich in meine Diskstation einstecke, dann muss ich kalkulieren im Jahr mit etwa 61 Euro durchschnittlichen Kosten. Das ist wirklich, kann man ja pro Stromanbieter ein bisschen rechnen, das ist schnurzpiepegal, ich habe immer denselben jetzt genommen. Demzufolge komme ich hier auf 61 Euro jährlich. Bei der Western Digital Pro komme ich sogar auf 66 Euro jährlich, das geht so. Und beim Stromverbrauch der Seagate Iron Wolf komme ich auf 56 Euro jährlich. Der Niese hier hat im Idle 4,4 Watt und 6,8 im Schreiben lesend. Diese hier übrigens hat 5,1 Watt im Idle und 7 Watt im Lesen-Schreibenden Vorgang. Also das sind so die pragmatischen Kostenvergleiche jetzt erstmal. Dann muss ich an die Leistung rangehen. Was bedeutet das? Was kriege ich denn für mein Geld? Hier, wie gesagt, 7200, 7200, Heliumfüllung, Luftfüllung bei Western Digital. Ich habe etwa, wenn ich bedenke, die reine Rohleistung in der Diskstation, bei der Iron Wolf so um die 230 MB die Sekunde. Ich weiß, einige Testmagazine kommen da auf 250, aber ich lasse es mal bei meinen 230 MB die Sekunde. Ich will ja nicht übertreiben. Ebenfalls übertreibe ich nicht bei der Western Digital Red, da komme ich auf 178 MB die Sekunde. Und bei der Pro komme ich etwa auf 205 MB die Sekunde.
Das sind so die Leistungen. Ich kriege also für mein Geld nochmal minimal mehr Leistung. Kann man aber auch sagen, okay, durch das RAID, durch die Diskstation, das muss alles übers Netzwerk gehen, bringt mir die Rohleistung nichts. Absolut richtig, ich will es nur erwähnen. Dann habe ich hier 128 MB Cache und auch hier 128 MB Cache, hier 256 MB Cache. Hier habe ich RV-Sensoren, hier habe ich keinen RV-Sensor bei der normalen RED und bei der RED Pro habe ich einen RV-Sensor. Ich habe 3 Jahre Garantie, 3 Jahre Garantie plus optionalem Rescue Plan und der ist gar nicht mal so preisintensiv. Schaut euch spaßhalber mal die Preise für den Rescue Plan an. Das heißt, ich schicke all meine Platten oder auch nur eine Platte, je nachdem wie man den so abschließt, zu Seagate ins Labor und die machen eine kostenlose Datenwiederherstellung, sofern das möglich ist bei Plattendefekt. Könnte unter Umständen interessant sein. Ich sag mal, okay, wenn 2 Platten gleichzeitig kaputt gehen, ansonsten habe ich ja mein RAID. Und hier habe ich übrigens 5 Jahre Garantie bei der Western Digital ProFest-Platte. Das sind so die Kernpunkte, die mich dazu bewogen haben, zur Seagate Iron Wolf zu gehen. Ich bin pragmatisch rangegangen, Preis-Leistungsverhältnis und was bekomme ich dafür und wie lange kann ich dann damit kalkulieren. Macht doch einfach mal selber diese Rechnung und geht mal so ein bisschen abseits von Vorlieben, von Empfehlungen und was so in Foren steht. Klar, es gab mal ein Problem mit dem LCC-Count, also dem Load-Cycle-Count der Seagate Iron Wolf-Festplatten. Das wurde korrigiert. Das heißt, der geht jetzt nicht mehr so nach oben, wie das mal war. Das hat Synology korrigiert. Und deshalb gebe ich da immer nicht so viel, was in den Foren steht. Genauso die Lautstärke. Viele sagen, oh, die sind laut. Wer mal eine Western Digital Pro angemacht und in Betrieb hatte, der weiß, dass die Seagate ein bisschen leiser sind. Natürlich ist die RED noch ein ganzes Stück leiser im laufenden Betrieb, dreht ja auch nur mit 5400 Umdrehungen. Und wer jetzt, wie gesagt, da ein bisschen für sich rechnet und vielleicht auch andere Hersteller noch mit einbezieht, der wird vielleicht auf den Entschluss kommen, doch mal ein bisschen über den eigenen Horizont hinauszuschauen und zu überlegen, könnte doch ein Grund sein. Mehr zu den Seagate Iron Wolf findet ihr natürlich in meinem Kanal und in der Videobeschreibung. Übrigens auf idomix.de schreibe ich immer noch ein ganzes Stück dazu. Wer also noch lesen möchte, auch hier in der Videobeschreibung der Link zu meiner Webseite, zu dem Post auf idomix.de, zu der Entscheidung und dem Vergleich, was ich jetzt alles gesagt habe. Für mich der Daumen hoch, das wäre klasse als kleines Feedback. Dafür vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.